zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben. Wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht. Du vielleicht? Nee, ich auch nicht. Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Speis den Ofen an. Oh ja! Und ran! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckerde und ein bisschen Zimt? Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren. Und dann kommt das Ei. Oh. Vorbei! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Mal zur Seite treten, denn ich brauch jetzt Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Naja. Du Schwein! Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofen blechen, warten wir gespannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Bäckerei in der Weihnachtsbäckerei.